Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich kann mich noch an den ersten Karfreitag erinnern, den ich so ganz bewusst erlebt habe. Auf dem Weg zur Kirche sagte meine Mutter zu uns Kindern: Heute ist einer der wichtigsten Feiertage der Christenheit. Ich habe mich dann auf dem Weg in den Gottesdienst gefreut, weil ich dachte, dass es so wie Heiligabend wird. Aber dann war es ganz traurig. Und als uns der Pfarrer erzählte, dass Jesus für unsere Sünden sterben musste, habe ich mir gedacht, das hätte Gott doch auch anders machen können. Gott ist doch allmächtig. Diesen Gedanken hatte ich als Kind immer wieder. Hätte Gott das nicht anders lösen können? In seinen letzten Atemzügen schreit Jesus diese unvergessenen Worte heraus: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus erlebt die tiefste Gottverlassenheit und stirbt. Nein, kein Sieg auf den letzten Metern, sondern ein schmachvoller und grausamer Tod. Warum hat Gott das zugelassen? Diese Frage begegnet mir als Seelsorger immer wieder, gerade dann, wenn Menschen Unerträgliches aushalten müssen. Es gibt darauf keine einfachen Antworten. Gott bleibt unbegreiflich. Und manchmal erscheint er uns ganz weit weg, weil der Schmerz zu groß ist. Ich denke zurück an die Worte meiner Mutter. Karfreitag ist einer der wichtigsten Feiertage der Christenheit. Nicht nur, weil an diesem Tag das Leiden Christi und auch das Leiden der Menschen ernst genommen wird, sondern weil Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Deshalb können wir auch in den dunklen Zeiten unseres Lebens hoffen. Auf einen Gott, der unbegreiflich bleibt und uns dennoch in Christus ganz nahe kommt. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Armendiener, Dekan in Oettingen.